Strand vom Wohnmobilstellplatz in Seeth auf der langen Überführung. Sieht so aus. Da ist jemand kalt. So, und da geht's nach Seeth. Da werden wir heute auch mal hingehen. Und es gibt auch so nette kleine Strandrestaurants, Strandbars. Ja, sieht doch toll aus. Und morgens um diese Uhrzeit ist natürlich hier noch nichts los. So ist es aber auch okay. Bisschen höher. Hier ist der Wohnmobilstellplatz. Sehr gut besucht. Ja, nochmal hier so der Blick aufs Meer. Und was haben wir gerade, wie man sehen konnte. Ja. Und ja, ihr seht, Bahnlinie kommt alle paar Minuten mal. Einmal die Stunde im Zug ist relativ laut. Aber so als Übernachtungsplatz für einen Tag ist das völlig in Ordnung. Kostet 10 Euro, also ist auch nicht die Welt, aber keine Versorgung, keine Entsorgung. So, hier im Einfahrtsbereich ist auch nochmal eine Tariftafel. Also alles gut. Platz ist wirklich sehr einfach gehalten. Aber wie gesagt, als Übernachtungsplatz so völlig ausreichend. So, und das ist der Ausfahrtsschacht, der Bezahlautomat. Läuft hier alles mit Visa-Karte. Einfach nur Ticket reinstellen und das war's. Dann öffnet sich die Schranke. Auch okay. Wie ihr sehen kann, ist es auch, die Stellplätze sind sehr, sehr eng beieinander. So, und da ist unser Rudi. Und wie in Frankreich üblich, zwischen 8 und 9 kommt der Bäcker zum Wohnmobilpark und verkauft sein frisches Brot.